Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ein kleines Update von meinem D42 Adventure System. So, wie ist der Stand der Dinge? Heute ist der 2. Februar 2024. Und zwar sieht das jetzt momentan so aus. Die meisten Bilder kennt ihr schon. Titelbild zu Hause, dann geht's durch den Wald. Ja, dann durch so ein kleines Waldgebiet, dann über zwei Dörfer, über die Brücke und dann in das Zechengebiet hinein und von der Zeche in den Stollen. Das soweit so gut. Nur ich möchte jetzt hier noch ein paar mehr Stollengänge mit einfügen. Und zwar habe ich etwas vorbereitet. Machen wir jetzt hier so ein bisschen größer. Die Grafiken hier alle, die kommen jetzt step by step, werde ich jetzt auch noch mit einfügen. Die habe ich soweit vorbereitet. Auch die Kassette hier, kann ich mal kurz zeigen. Auch die wird noch im Adventure-System zu sehen sein. Die Hütte weiß ich nicht, weil da habe ich mittlerweile eine andere Hütte. Und zwar die. Die wird nämlich auf jeden Fall in meinem Adventure-System platziert. Ich finde, die ist so ein bisschen mystisch, unheimlich, die passt da gut hinein. Ja, das Bild weiß ich auch nicht so genau. Das auf jeden Fall, die anderen Bilder kommen auf jeden Fall alle mit hinein. Aber jetzt kommen erstmal die ganzen Stollenbilder. Das hier zum Beispiel finde ich sehr klasse. Ja, ich finde, das hat was, auch mit den Schienen, das passt gut hinein. Und das nächste Bild, genau das gleiche. Da hinten sieht man schon so einen kleinen Ausgang. Ja, da werde ich bestimmt noch irgendetwas dazu basteln. Und das wird das erste Bild sein, was ich nehme. Ja, also einfach nur ein Gang. Ich denke mal, da kann man einfach nur durchlaufen, sich ein bisschen die Steine angucken und das war's. Mehr wird da, glaube ich, nicht passieren. Genau, und das werde ich als erstes erstmal einfügen. Und jetzt muss ich natürlich gucken, wo packe ich jetzt am besten rein. So, hier ist das Zechengebiet. Hier ist der Eingang. Hier muss man das Tor öffnen. Hier muss man die Fackeln mitnehmen und dann wäre hier eigentlich ein guter Punkt, wo ich das noch einfügen könnte. Ja, Raumnummer, da muss ich natürlich jetzt erstmal in meiner Matrix gucken. Jetzt füge ich ja einen Raum hinzu. Und zwar müsste das ja eigentlich dann Raum 12b sein. Also in etwa hier. So, wie gehe ich da jetzt vor? Oder ich sage einfach mal 12b. Genau, 12b. Das nenne ich jetzt auch mal so. Das ist ja nur für mich so eine Nummerierung, damit ich so einen kleinen allgemeinen Durchblick habe, wie ich das Ganze gestaltet habe. So, ich habe gesagt, dieses Bild möchte ich haben. Ups, dieses gefällt mir sehr gut. Das kommt hier hinein, trägt den Namen Wald, Pick Z minus Stolle groß. Ja, das sind natürlich super Namen, aber da bin ich nicht ganz so kreativ bei der Namensvergebung. Ist halt so. Machen wir so eine einheitliche Schriftgröße. 12. Ja, 12 könnte passen. Genau. Den Raum füge ich ein. Nennen wir einfach mal großen Stollen. Großer Stollen. Hätten wir schon mal einen Namen. Komm, versuchen wir wenigstens ein bisschen was richtig zu schreiben. Vielleicht man kann Steine begutachten. Mehr braucht man da nicht machen. Einfach nur einen Raum, wo man durchläuft. Ja, wäre in der Realität ja auch so. Ist ja nicht so, dass man immer überall etwas machen kann, machen muss. Genau, so machen wir das. Gut, ich switche rüber zum Commodore. Ich setze das Ganze in die Tat um. So, wo haben wir ihn? Da ist er ja. Wir starten den Commodore. Stopp, erstmal die Floppy an. Commodore an. Und dann laden wir mal D42. Editor, Komma 9,1. Oh, what? Ah ja, ist keine Simsalabim drin.
Ich kill mal von vornherein die Final Cartridge. Und dann starten wir hinein ins Vergnügen. Das heißt, bei der Gelegenheit werde ich noch ein paar Fehler beheben. Rechtschreibfehler noch nicht. Ich weiß, in den neuen Räumen, da sind noch ein paar Tippfehler drin, Rechtschreibfehler und ähnliches. Das mache ich jetzt aber nicht. Sondern, genau, was habe ich aufgeschrieben? Objekt Mond und Wald fehlt. Genau, Gehölz ist im Raum falsch. Kombiniere Zunder mit Feuer geht nicht. Also das ist hier auch nur so ein Schmierzettel für mich, damit ich weiß, was ich dort noch für Fehler habe. Gut, so, genau so machen wir das jetzt. Wir laden Raum 3E. Erstmal starten wir D42. Das bin ich. Das ist meine Hand. Das wäre schwarz. Und hier wäre mein Commodore. Ja, ich starte immer von der SD2IEC und bearbeite dann da alles. Und wenn alles safe ist, dann speichere ich es auf Diskette. Genau, einen Joystick brauche ich auch. Pad her. Ich weiß gar nicht, welcher das jetzt hier war. Ich glaube, der hier, ne? Ja, das sieht gut aus. So, lade Raumdaten bzw. alle Files. Gut, alle Files sind geladen. Ich lade den Raum. Schon wieder vergessen. 3E. Laderaum, Raumladen. 3E-Mil. So, wie schaut denn das Bild aus? Genau, das wäre, ja, ich weiß noch nicht, Mond habe ich gesagt, ist es. Sieht eher aus wie eine Sonne. Vielleicht überarbeite ich das noch. Mal schauen. So, Objekt Mond und Wald fehlt. Objekte, Positionierung. Genau, da fehlt noch der Mond. Der Mond. Ich glaube, der ist hier noch gar nicht drin. Genau, ich mache da noch ein Sprite hin in den Mond, dass der dann halt eben anders aussieht. Wenn man ihn angeguckt hat, dann sieht der anders aus. Und wenn man ihn da wegguckt, dann hat das, genau, das gibt bestimmt einen unheimlichen Effekt. Sofort aufschreiben in meiner Wunderliste. Ich schreibe auf Mond Sprite erzeugen. Gut, switchen wir wieder rüber. Zum C64. Wir haben gesagt Mond. Wir brauchen einen Mond. Und wir brauchen. Ups, was ist das denn jetzt hier? Oh, habe ich einen Error? Kann ich jetzt hier nicht auf. So, ich weiß nicht, ob jetzt hier ein Error ist. Ich kann jetzt zwar die Plätze hier auswählen, aber ich kann jetzt hier nicht. Nicht anwählen, der springt automatisch immer rüber, seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das ein Error ist. So, den Mond haben wir drin, den Wald haben wir drin, passt. So, denn unter den Raumbedingungen habe ich hier untersuche Wald, untersuche Mond, untersuche Wald. Dann kommt dann ein schlauer Text. Das ist ein dichter Wald mit viel Gehölz auf dem Boden. Genau, und erst wenn man den Wald untersucht hat, stellt fest, oh, hier ist wunderbares Gehölz. Und erst dann wird der auch praktisch in den Raum frei, dass man das nehmen kann. Das ist zumindest mein Plan. Und deswegen habe ich hier geschrieben, Gegenstand ist danach in den Raum. Also das Gehölz ist erst in den Raum, wenn man den Wald untersucht hat. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Und untersuche Mond. Ich glaube, da kommt nur ein schlauer Satz. Genau, und schreibe ich noch dahin, der Mond ist riesig und strahlt eine angenehme Ruhe aus. Zumindest nimmst du das so wahr. So, da schreibe ich noch etwas hin. Schaue ihn noch einmal an. Und du wirst sehen, was gemeint ist. So, genau. Da fügt man noch ein Sprite zu. So, das muss ich aber. Ich brauche ein Sprite. Soll ich erstmal ein Sprite erstellen? Ich habe jetzt voll Bock, ein Sprite zu erstellen.
Gut, ich speichere den Stand jetzt erstmal so ab. Sonst komme ich nämlich nicht weiter. Raum speichern. Nein, das war jetzt falsch. Ich wollte nicht von der Floppy laden. Ich wollte von der SD2IEC laden. Na. Jetzt sind wir mal ein bisschen kreativ. Jetzt basteln wir mal einen wunderschönen Sprite. Sprite Designer. Laden wir ihn mal. Jetzt muss ich irgendwie einen runden Sprite kreieren. Den mache ich aber nicht in Multi, sondern in Nicht-Multi. Genau, in High-Res heißt das, glaube ich, ne? Kann das überhaupt High-Res? Wie stelle ich auf High-Res um? Machen wir mal Fragezeichen oder Fragezeichen. More, yes. Clear. Multi-on of M. Okay. Ist egal, ich mache jetzt einfach mal Mond. Mond sein. Kannst ja dabei schreiben. Ich bin ein Mond. Oder irgendwie so. Ja, so, ne? So, das ist mein Mond. Fertig. Einfach mal testen. Ich weiß doch gar nicht, ob das, ob der wirklich auch mit dem Mond macht. Sei mal dahingestellt. So, wie speichert man nochmal ab? Wie war das nochmal? Mit S wie Safe, ne? Jo, viele Name. Mond. Ich bin ein Sprite High-Res, also Sprite H minus Mond. Wo speichert der denn jetzt hin? Achso, jetzt muss ich glaube ich nochmal drücken. Genau, Speicheradresse 00 ist gegeben. First and last Sprite is the same. Ach, er speichert sofort auf Diskette. Ja, gut, damit kann ich leben. Ich drücke Space, mache ein Reset und lade das D42 Adventure System. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn er hochgeladen hat. So, damit wäre ich in Raum 3E. So, Mond. Wo ist der Mond? Hier hätten wir den Mond. Nun hatte ich zweimal drin. Und deswegen, ich denke mal, ich kann auf den Mond, ich kann auf die Objekte ja bestimmt auch mehrmals zugreifen. Einfach mal testen. Genau, da habe ich noch ein Sprite hinterlegt. Dann ist er aber nicht unbeweglich. Dann muss ich den beweglich lassen. Weiß noch nicht. Muss ich mal gucken, wie ich das löse. Gehe nochmal in die Objekte hinein. Positionierung. Genau, und dann kommt hier der Mond. Aber mal Wald. Hier muss der Mond rein, bei 37. So, haben wir Mond und Wald drin. Perfekt. Jetzt lade ich erstmal das Sprite. Lade Sprite. Datei laden. Sprite. Mond. Wie ist er denn jetzt? Sprite High-Res minus Mond. Fehler, ja, das war natürlich klar. Ich weiß auch, warum ich einen Fehler habe. Ich muss Diskettenwechsel auf die 8 machen. Lade Sprite für den Mond. Sprite High-Res minus Mond. Ja, das hat wohl scheinbar geklappt. Dann schauen wir uns den Mond mal an. Objekte, Mond, Hintergrund. Objektfarbe, ich nehme mal rot. Wie sehen Sie nichts? Ist doch ein Multi? Hab ich ein Multi gemacht? Ich habe doch kein Multi gemacht. Habe ich da echt ein Multi gemacht?
Hintergrund. Ah, ich drücke immer falsch. Ich drücke immer auf die Farbe. Ich muss auf die Zahl nur klicken. So, da war der Fehler. Rot. Auf die Zahl. Klick, Olli. Ich klicke auf die Zahl. So, genau. Positionierung. Mond. Nee, das war falsch. Mond positionieren. Ah, genau. Das hatte ich vor. Ich wollte den jetzt hier so irgendwie so drüber machen. Nur das ist ein bisschen zu klein. Oder ich muss in der Grafik den Mond auch kleiner machen, dass es genau passt. Oder ich mache da so eine Mondfinsternis. Ist egal. Es geht erstmal nur rein technisch gesehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier wäre jetzt der Mond. Oder ich mache eine Mondfinsternis. Irgendwie sowas. Also an Ideen mangelt es in diesem Adventure definitiv nicht. Jetzt habe ich, glaube ich, die ganzen Farben wieder verstellt, ne? Kann das sein? Wie war das vorher? War das dunkelgrün und... ne, gelb nicht. Machen wir mal... hellgrau? Weiß nicht. Wir gucken uns die anderen Gegenstände am besten nochmal an. Das ist so, wie es ist. Oder das würde passen. Seil passt auch. Das habe ich noch gar nicht eingesetzt, das Seil. Die Grafik, glaube ich. Das habe ich ja auch noch. Schlüssel habe ich auch noch. Die Münze habe ich eingesetzt. Sieht man aber in dem Spiel nicht. Ha, es gibt noch viel zu tun. Es gibt noch viel zu tun. Die Bank ist richtig. Nee, das ist doof. Hintergrund schwarz, ja, so würde es gehen. Zettel, den Zettel sieht man auch nicht. Da muss ich noch einiges machen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Genau, ich gehe nochmal in die Raumbedingungen hinein, weil das möchte ich ganz gerne einmal testen. Sonst wird der Video auch zu lang. Einfach nur mal so ein kurzes Statement wollte ich jetzt hiermit abgeben. So, untersuche Wald, genau. Dann haben wir das Gehölz im Raum. Untersuche Mond, genau, jetzt wird es nämlich interessant. Anzeige, mal gucken, ob der Text passt. Genau, schau nochmal hin und jetzt passiert nämlich etwas. Jetzt lösche in Raum. Fleck löschen, nein. Löschen in Raum, was löschen? Den Mond. Dann ist der Mond nämlich weg. Einmal angucken, Mond weg. Finde ich gut. Einfach nur so ein kleiner Special-Effekt. Wo ist der Mond? Bin dran vorbei, ne? Da ist der Mond. Du Mond bist dann weg. Lösche in Raum Mond. Wirkt da sonst noch was? Genau. Ne, das lassen wir so. Mehr passiert da nicht. Genau, und jetzt kann er sagen, nimm Gehölz, weil das Gehölz ist ja jetzt im Raum. Setze Fleck, Holz genommen, Gegenstand in Besitz, Holzstücke, lösche in Raum Gehölz. Dann kann er nach Osten gehen, Sprung in den Raum, 3FF, das ist ja falsch. Achso, wenn das Fleck gesetzt ist, Holz genommen, dann kann er nach Osten. Wenn das Holz nicht aufgenommen hat, dann kann er nicht weitergehen. Genauso will ich es ja haben. Und wenn ich jetzt noch mit reinsetzen könnte, dass der Mond weg ist, dass er erst dann weitergeht. Weiß ich noch nicht. Das soll an der Stelle auch erstmal reichen. Ich speichere jetzt hier ab. Raum speichern. Er speichert auf Diskette. Ja, ist okay. Überschreiben. Und dann machen wir gleich sofort einen Test, würde ich sagen. So. Habt ihr gesehen, ich hab jetzt von der ST2IC geladen, also über 0,9 habe ich das Spiel jetzt gestartet, aber er springt automatisch auf 0,8 rum. Ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie einstellen kann, weil für mich wäre es eigentlich besser, wenn ich zum Programmieren es auf 0,9 lasse und er dann immer wieder davon startet, als jedes Mal auf der direkten Hardware. Ich will hier natürlich auch ein bisschen schonen und
nur gezielt einsetzen, aber da habe ich noch keinen Workaround gefunden, wie man das umgehen kann. So, ich habe eine kleine Abkürzung eingebaut, damit ich jedes Mal alle 19 Räume spielen muss. Und zwar im Raum 00. So, nach Norden ist ein normales Spiel starten. Süden habe ich noch so einen Versuchsraum. Und nach Osten wäre die Abkürzung, Westen noch allgemeine Informationen. So Copyright und so Geschichten werde ich da eintragen oder ein paar Grüße an irgendwelche YouTuber. Zum Beispiel Nerdroom oder den Patrick oder wie sie nicht alle heißen. Den D42 Adventure Fan nicht vergessen, auf jeden Fall. Und Hexadezimal, den grüße ich auch an der Stelle dann auch. Gut, Osten nicht. Osten ist rechts, ne? Ja, Osten ist rechts, immer noch. Das müsste ich, glaube ich, in den Raum 3D kommen, ne? War das 3D? Oder 3C? Ja, werde ich gleich sehen. Ja, genau. 3D, da bin ich. Hier muss man nicht viel machen. Benutze GPS. Darum geht es auch nicht, um die Sinnigkeit dieses Bildes. Sondern um die Sinnigkeit des nächsten Bildes. Ja, ja, da sind auch einige Fehler drin, ich weiß, textmäßig. Dichterwald. Ah, oh, was habe ich denn da geschrieben? Der Wild. Wild. Genau, den Mond sieht man. Den Mond vor der Sonne. Oder den Mond vor dem Mond. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt sage, untersuche Mond. Gehölz. Gehölz darf ja gar nicht drin sein. Warum ist das Gehölz jetzt drin? Es soll ja erst drin sein, wenn ich den Wald untersucht habe. Und warum ist der Wald zweimal drin? Oh, da ist irgendetwas falsch gelaufen. Untersuche Mond. Der Mond ist riesig und strahlt eine angenehme Ruhe aus. Zumindest nimmst du das so wahr. Schau ihn noch einmal an und du wirst sehen, was gemeint ist. So, dann gehen wir mal hier auf Umsehen. Und der Mond ist weg. Yeah! Und der Mond ist weg. Yeah! Also das funktioniert schon mal. So, warum habe ich hier so viele Sachen drin? Der Mond ist weg aus dem Inventar. Das ist richtig. Okay, ich versuche trotzdem mal. Untersuche Wald. Das ist mit viel Gehölz. Und jetzt sollte eigentlich erst das Gehölz drin sein. Nimm Gehölz. Jetzt habe ich zweimal drin. Es ist schon spät und du planst den Aufbau eines Nachtlanges, die Gehölzer nimmst du mit, genau. Und jetzt müsste eigentlich nach Osten frei sein. Ja, Osten ist frei. Jetzt kommt das nächste Bild und da sind noch etliche Fehler drin. Was habe ich aufgeschrieben? Tippfehler, ja, Rechtschreibfehler sowieso. Kombiniere funktioniert nicht, Untersuche funktioniert nicht. Gehölz ist im Raum. Oh, da sind noch einige Fehler drin. Aber das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Verabschiede mich jetzt noch bis zum nächsten Mal. Glück auf!